Mein Name ist Heinrich Lenhardt. Ich bin professioneller Spieletester und unterscheide gute von schlechten Programmen. Mein Name ist Boris Schneider. Ich gestehe, ich habe schon über 800 Computerspiele gespielt, aber ich kann nicht davon lassen. Sommerzeit, Charterflugzeit. München hat ja bekanntlich diesen schönen neuen Flughafen draußen im Erdinger Moos. Ja, schön weit draußen. Wenn Sie sich die lange Fahrzeit ersparen wollen und lieber von Ihren eigenen vier Wänden aus einen Rundflug starten wollen, dann haben wir was für Sie. Nämlich unseren Digit-Hit. Lange haben wir auf Strike Commander warten müssen. Bereits vor 2 Jahren hat der Hersteller die ersten Bilder und Demos von diesem Spiel gezeigt. Jetzt erst ist das gute Stück aber zu kaufen. Die große Frage lautet, warum hat es so lange gedauert? Ja, die Programmierer in Texas haben in den 2 Jahren viele Verbesserungen gemacht, immer weiterentwickelt und programmiert. Die große Frage ist nun, was ist bei all diesen Bemühungen herausgekommen? Ja, erstmal ein paar recht fiese technische Daten. Du brauchst einen 486-Prozessor, du brauchst 35 MB auf der Festplatte, du brauchst mindestens 4 MB RAM, 8 wären besser. Nicht bei armen Leuten, ne? Ja, also das Spiel braucht einen richtigen Power-PC. Und wozu? Wie sieht's dann aus? Ja, für eine Flugsimulation. Aber nicht irgendeine Flugsimulation, sondern eben Strike Commander. Strike Commander ist eine Flugsimulation mit viel Handlung dabei. Das heißt, du fliegst nicht wild durch die Luft und schießt irgendwas ab und landest und bist glücklich und zufrieden, sondern es gibt eine richtige Handlung mit viel Moral und einer Liebesgeschichte auch da drin und so weiter, das einen durch das ganze Spiel begleitet und das macht das Ganze wesentlich interessanter. Also da steuert man anscheinend einen richtigen F-15-Kampfjet mit allen Finessen und Schikanen. Man hat es der Handlung gemäß natürlich ein bisschen angepasst. Das Ganze ist nicht ganz so kompliziert wie eine richtige F-15 zu steuern. Man braucht in jedem Fall einen guten Joystick, damit man das Flugzeug richtig steuern kann, gleichzeitig aber auch eine Hand frei hat, um mit der Tastatur diverse Funktionen auszulösen. Bremsen, Klappen, Ruder, Fahrwerk, was es da alles so gibt. In einem Luftkampf ist es meistens so, dass die Gegner nun die Tendenz haben, sich nicht direkt vor dem eigenen Flugzeug aufzuhalten, sondern meistens versuchen, zur Seite oder nach hinten wegzukommen. Und damit man dann sieht, wo halt die Jungs noch sind, kann man eben den Kopf des Piloten bewegen. Das ist in anderen Simulationen immer etwas kompliziert gewesen. Ja, und wie kommt man eigentlich an diese verschiedenen Missionen ran? Das wird dann in Filmsequenzen dargestellt, wie man seine Auftraggeber trifft, wie die einem erzählen, was man zu tun hat. Man kommt an die entlegensten Ecken der Welt. Man muss Aufträge in San Francisco und in Alaska, im Grand Canyon, mitten in der afrikanischen Wüste und sogar eine Mission in Deutschland witzigerweise fliegen. Kann man da eigentlich auch so den Heldentod erleiden? Wie jetzt gerade zu sehen, man kann natürlich auch abgeschossen werden und da das Spiel mit viel Filmelementen ausgestattet ist, gibt es natürlich auch ein filmechtes Heldenbegräbnis. Romantisch. Schniff. Zum Glück ist das alles nur ein Spiel. Ja, auf der anderen Seite, der ein oder andere findet das dann doch nicht mehr so komisch, weil bei Strike Commander wird ja sehr heftig geballert und geschossen, also ob das moralisch noch vertretbar ist? Ja, also es ist schon eine Flugsimulation, bei der es ein bisschen heiß hergeht, aber die Programmierer haben viel versucht, das moralisch zu entzerren. Man gehört zu den Guten, man kämpft wirklich nur gegen richtig Böse. In dem Spiel stirbt keiner, alle steigen immer rechtzeitig mit dem Schleudersitz aus. Es ist schon eine gewisse andere Sache und es ist eine gehörige Portion Zynismus drin. Spätestens dann, wenn man vom Finanzamt den Auftrag erhält, säumigen Zahlern ein paar Bomben in den Vorgarten zu legen. Spätestens da merkt man, dass die Programmierer es nicht ganz ernst meinen und dass denen auch diese ganze Kriegsgeschichte ein bisschen zu hoch gewesen ist. Also schwarzen Humor sollte man haben, wenn man seinen Spaß an dem Spiel haben will. Wenn man damit zurechtkommt, was ist denn nun genau die Motivation? Ich glaube, die Story ist sehr wichtig bei Strike Commander. Die Story ist einfach fantastisch. Bei jeder anderen Flugsimulation fliegt man irgendwo hin, macht irgendwas, kommt wieder zurück und das war's. Hier gibt es eine richtige Story mit Liebe, mit Dramatik, mit Spannung. Das Ganze drumherum ist fantastisch. Man spielt das einfach nur weiter, weil man wissen will, wie geht diese Handlung weiter. Also deswegen wirklich hoher Motivationsfaktor. Das lässt auf eine hohe Wertung schließen. Tja, und wie gesagt, wir setzen voraus, dass Sie einen sehr schnellen 486er haben, um die Grafik voll ausfahren zu können. Und wenn das alles so ist, dann gibt es auch eine entsprechend hohe Wertung. Wir geben für Strike Commander 88. von 100 möglichen Punkten. Wenn Sie ein bisschen mehr wissen wollen über PCs im Allgemeinen, über Strike Commander im Besonderen, da könnte ich Ihnen was empfehlen. Die aktuelle Ausgabe von PC Player nämlich, da steht eine ganze Menge drin.
über Spiele im Allgemeinen, Strike Commander im Besonderen und über PCs. Da werden wir, glaube ich, in 14 Tagen. Ja, ja, in 14 Tagen werden wir Ihnen noch ein paar konkrete Tipps geben, wo Sie rumschrauben können, damit Ihr PC ein bisschen mehr Performance bringt. Dann gibt es einen schönen neuen Digit-Hit. Als Kontrastprogramm zum Strike Commander ist es dann was Beschauliches. Es ist die CD-ROM-Version des historischen Strategiespiels der Patrizier. Oh. Niveau bis zum Abwinken. In diesem Sinne, bleiben Sie schön brav bis zum nächsten Mal, bezahlen Sie immer Ihre Stromrechnung und bleiben vor allem Sie dran, bleiben Sie dran, unser Wettbewerb ja, aber kommt auch noch.